Weg frei für die Euro-Rettung, gestärkt aus der Krise? Im Gespräch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Herr Schäuble, das Bundesverfassungsgericht hat grünes Licht gegeben für den ESM und den Europäischen Fiskalpakt. Sind damit eigentlich aus Ihrer Sicht die Grundlagen gelegt, um die europäische Währungskrise wenigstens auf Sicht zu beenden? Ja, denn wir haben ja mit dem Fiskalpakt ein Regelwerk, das ermöglicht, dass wir besser sicherstellen können, dass die gemeinsam vereinbarten Bedingungen für die Finanz- und Wirtschaftspolitik, also Reduzierung der Defizite, strukturelle Reformen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in den Ländern auch durchgesetzt werden. Die einzelnen Länder machen das auch. Deswegen kommen wir ja gut voran. Jetzt haben wir auch die entsprechenden Entscheidungsstrukturen in Europa verbessert. Und darüber hinaus haben wir einen dauerhaften Mechanismus, mit dem wir Ländern unter Auflagen Zeit verschaffen können, ihre Probleme zu lösen. Die Länder müssen alle ihre Probleme selber lösen, da führt kein Weg daran vorbei. Aber bis Reformen in der Finanz- und Wirtschaftspolitik greifen, braucht es Zeit. Und die Zeit können wir an den Märkten durch den ESM den Mitgliedsländern verschaffen. Insofern haben wir jetzt doch eine Chance, Schritt für Schritt verloren gegangen, das Vertrauen in den Finanzmärkten zurückzugewinnen. Ist die Euro-Krise für Sie in erster Linie eine Staatsschuldenkrise? Es ist in erster Linie eine Folge der zu hohen Staatsverschuldung in den meisten Mitgliedsländern der Eurozone. Und da die Finanzmärkte seit der Finanzkrise, die mit Lehman Brothers verbunden ist, Staatsverschuldung als ein Risiko entdeckt haben. Bis dahin hatten sie das gar nicht so verstanden und sich jetzt auf die komplizierten Entscheidungsmechanismen in Europa gestürzt haben. Deswegen sind wir im Fokus der Finanzmärkte. Ansonsten wäre die Staatsverschuldung, mit Verlaub, in anderen Ländern wie Großbritannien oder den Vereinigten Staaten von Amerika ja eher höher als im Schnitt der Euro-Länder. Wir haben aber ein zweites Problem. Eine gemeinsame Währung setzt den Druck auf die Wettbewerbsfähigkeit aller Teile sehr viel stärker. Das ist gut so, weil wir in Zeiten der Globalisierung alle wettbewerbsfähiger werden müssen, schneller. Die Welt entwickelt sich viel schneller und wenn wir schlafen, werden wir unseren Wohlstand nicht verteidigen können. Aber es schafft Spannungen innerhalb der Währungsunion. Die müssen durch die Strukturreformen abgebaut werden. Haben Sie die Hoffnung, dass zum Beispiel ein Land wie Griechenland, das im Moment in erster Linie versucht zu sparen, unter den Bedingungen des Euro überhaupt diese Wettbewerbsfähigkeit erreichen kann? Ja, Griechenland, deswegen gefällt mir die Formulierung ein Land wie Griechenland nicht, weil Griechenland ist ein Sonderfall. Es gibt keinen anderen Fall in Europa. Gut, Zypern ist auch schwierig, aber Griechenland ist ein wirklicher Sonderfall. Wir haben ja auch bei Griechenland die einmalige Maßnahme machen müssen im vergangenen Jahr eines Schuldenschnitts. Wir haben um über 50% die Gesamtschulden bei den Anleihen reduziert. Das war hoch umstritten, hochkritisch, weil man gesagt hat, das ist natürlich für die Finanzmärkte nicht gerade sehr positiv, wenn ein Schuldenschnitt durchgeführt wird. Aber ohne das wären die griechischen Staatsschulden überhaupt nicht tragfähig gewesen. Jetzt müssen sie vor allen Dingen, ihr Defizit haben sie schon gut reduziert, aber sie müssen wettbewerbsfähig werden. Das setzt den Aufbau einer ganz anderen Verwaltung in Griechenland, viele andere Dinge voraus. Ob sie das in kurzer Zeit schaffen können, jetzt haben sie noch zweimal Neuwahlen in diesem Jahr gemacht, das muss man sehen, aber es führt kein Weg daran vorbei. Nicht? Die Mitgliedschaft in der gemeinsamen Währung setzt voraus, dass man wettbewerbsfähig wird und dass die Staatsverschuldung irgendwann tragfähig ist. Deswegen ist das schwierig, wir warten auf den Bericht der Troika. Sie wollen aber Griechenland in der Eurozone halten. Ja klar, wenn Griechenland seine Bedingungen aus dem zweiten Programm, was wir Ende letzten Jahres vereinbart haben, erfüllt, dann wir stehen zu unseren Verpflichtungen, aber Griechenland muss es auch. Alle warten natürlich auf den Bericht der Troika, man weiß ja auch nicht, wie es ist. Fürchten Sie, dass wenn er nicht so gut ausfällt, und dafür spricht ja das eine oder andere, dass eventuell der internationale Währungsfonds abspringt? Na gut, der internationale Währungsfonds ist ja Bestandteil der Troika, nicht? Wir haben ja bewusst damals gesagt, Anfang 2010, internationaler Währungsfonds, EZB und EU-Kommission gemeinsam sollen mit ihrer Expertise, und der internationale Währungsfonds hat die größte, vorschlagen und überwachen. Und die müssen nicht nur sagen, inwieweit es erfüllt ist, sondern nur, wenn sie sagen, es ist erfüllt. Griechenland ist in seinem Programm, wie man sagt, on track. Nur dann ist die Voraussetzung für die
Auszahlung der nächsten Tranche gegeben. Deswegen, wenn der IWF sagt, die Voraussetzungen sind nicht gegeben, gibt es die nächste Tranche nicht. Aber für Sie ist auch wichtig, dass der IWF dabei bleibt bei dem Versuch, diese Krise zu beenden. Ja klar, der IWF hat eine ganz wichtige Funktion. Er hat die breiteste Erfahrung. Und er ist natürlich weniger in dem Verdacht als vielleicht eine europäische Institution, dass man natürlich auch mit allen Europäern helfen will. Helfen wollen wir alle. Aber Hilfe macht ja nur Sinn, wenn sie auch langfristig in die richtige Richtung führt. Wenn sie nur dazu hilft, vielleicht die Lösung der Probleme zu vertagen, aber es wird nicht gelöst, dann hilft es auch nicht. Deswegen sage ich, wir wollen ja Griechenland helfen, aber die Hilfe darf nicht in ein Fass ohne Boden. Ein Fass ohne Boden, es wirkt aber so, denn wenn Sie selbst sagen, es muss eigentlich das Land eine neue Verwaltung bekommen, eine tragfähige Verwaltung, das wird nicht in ein, zwei Jahren gehen, das wird eventuell auch eine Generation dauern. Naja, wir haben ja in dem zweiten Griechenland-Programm einen zeitlichen Horizont bis 2020 uns genommen. Insofern ist es ein sehr ehrgeiziges Programm, das ist wahr. Aber das ist noch vertretbar. Nur noch größere Großzügigkeit ist ökonomisch nicht mehr darstellbar. Und deswegen ist der Spielraum so ein geringer. Und deswegen ist die Sache, natürlich ist die Lage aus der Sicht Griechenlands selbst und der Griechen auch furchtbar schwer. Das muss man immer auch, muss man auch den Deutschen gelegentlich wieder sagen, die Griechen haben es viel schwerer als wir. Und umgekehrt ist es natürlich so, durch die gemeinsame Währung haben die Deutschen die größten Vorteile. Wer am stärksten ist, wer am wettbewerbsfähigsten ist, der hat die größten Vorteile. Deswegen haben wir natürlich auch mehr zu verlieren. Wenn der Euro nicht stabil bleiben würde, hätten die Deutschen noch mehr zu verlieren als die Griechen. Glauben Sie, dass wenn Griechenland ausscheiden muss, dass der Euro dann nicht mehr stabil wäre? Ich glaube, es wäre nicht hilfreich, wenn der deutsche Finanzminister sich auf solche Spekulationen einlassen würde. Wir spekulieren nicht, wir warten auf den Bericht der Troika. Bei den anderen Ländern, bei Spanien, Italien, Portugal, Irland, da sind Sie optimistisch? Ja klar. Der IWF hat, die Troika hat gerade wieder berichtet, Portugal erfüllt seine Verpflichtung. Es kann sein, dass durch die Verschlechterung der allgemeinen, auch der Weltkonjunktur, Portugal ein Jahr mehr Zeit braucht oder so. Aber Portugal ist wirklich auf einem guten Weg mit sehr eindrucksvoller Konsequenz. Irland ist wirklich erfolgreich. Irland hat schon wieder teilweise sich an den Märkten selbst finanzieren können. Spanien und Portugal, die sind ja nicht unter Programm. Die brauchen noch, gut, Spanien hat ein Problem mit seinen Banken. Da haben wir ja auch eine Lösung gefunden, die wird gerade umgesetzt. Darüber hinaus haben beide Länder mit den Ministerpräsidenten Rajoy und Monti wirklich die notwendigen Schritte nicht nur ergriffen, sondern durchgesetzt. Die sind beschlossen, die sind in Kraft. Spanien und Italien sind auf gutem Weg, die können das schaffen. Ökonomisch ist das, ist die Entwicklung Europas das eine, aber es ist unverkennbar, dass wir auch mehr politische Gemeinsamkeiten brauchen. Sie haben schon in den 90er Jahren ganz früh mal für ein Europa der zwei Geschwindigkeiten plädiert. Sehen Sie jetzt einen unglaublichen Druck auf die Politiker, Europa weiterzuentwickeln? Ja klar, das ist die Chance jeder Krise. Es ist ja so, und das war von Anfang an in der europäischen Einigung so, ganz ohne Notwendigkeit möchte eigentlich niemand große Veränderungen. Und deswegen, Sie können in der Demokratie glücklicherweise Entscheidungen nur treffen, wenn Sie die Bevölkerung, den Souverän, davon überzeugen. Und deswegen, die Menschen wissen, manche Dinge können wir heute nicht mehr als Nationalstaat in der Zeit der Globalisierung machen. Da brauchen wir ein starkes Europa. Der Wirtschaft, der Währung, der Sicherheitspolitik. Also müssen wir Schritt für Schritt die Brüsseler Institution stärken. Das ist unser gemeinsames Interesse. Aber das geht nur in dem Maße, wie wir die Bevölkerung überzeugen können, dann gibt es viel Widerstand. Und deswegen geht es so voran. Aber eine Krise verschärft dann das Bewusstsein, wenn wir zurückfallen würden, würden wir mehr verlieren. Das heißt, die europäische Einigung, politisch wie wirtschaftlich, ist das Beste, was den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg gelungen ist. Herr Schäuble, der ESM ist vom Verfassungsgericht durchgewunken, ist das falsche Wort, aber akzeptiert worden. Nein, das Verfassungsgericht hat bestätigt. Bestätigt. Um es präzise zu sagen, was Regierung und die Mehrheit im Bundestag immer gesagt haben, er verletzt nicht das Grundgesetz. Und das ist gut, dass das Verfassungsgericht das sorgfältig geprüft hat, denn jetzt glaubt es auch die Bevölkerung. Komischerweise glauben ja die Menschen den demokratisch gewählten Instanzen, Regierung und Parlament, weniger als Institutionen, die nicht demokratisch, sondern anders legitimiert sind, wie die Bundesbank oder auch das Bundesverfassungsgericht.
Deswegen werbe ich gelegentlich dafür, dass die Menschen begreifen, Demokratie beruht auf Streit. Streit ist leider bei uns nicht so angesehen. Aber jetzt haben Sie bestätigt, die Regierung und Parlament haben es richtig gemacht. Aber Streit gibt es über die Europäische Zentralbank, Herr Schäuble, ganz am Schluss. Finden Sie das richtig, was die Europäische Zentralbank macht? Unbegrenzt, zumindest kurzfristige Anleihen? Naja, die EZB hat nicht gesagt, dass sie unbegrenzt Anleihen übernehmen wird, sondern sie hat gesagt, dass sie bereit ist, wenn notwendig, geldpolitisch bestimmte Entscheidungen oder Interventionen am Sekundärmarkt zu treffen. Und dann hat sie richtigerweise gesagt, wir nennen keine Grenze. Weil wenn sie irgendeine Grenze nennen würde, wäre das die Aufforderung an die Finanzmärkte, dagegen zu spekulieren. Das wird natürlich in der Öffentlichkeit so verstanden, wie Sie es gerade zitiert haben. Darin liegt ein bisschen das Problem. Jetzt ist es mit der EZB so, wir haben bewusst, weil ich gerade von demokratischen Institutionen und anderen gesprochen habe, wir haben bewusst uns schon im Grundgesetz entschieden, die Verfügung über die Geldstabilität wird nicht den demokratischen Mehrheiten anvertraut, weil die Mehrheiten wollen immer weniger steuern und mehr ausgeben. Sondern einer unabhängigen Instanz, wie das Gericht natürlich auch nicht durch die Mehrheit entscheiden kann, sonst jetzt wäre es nicht die Herrschaft des Rechtsstaats. Und da muss man aber die Unabhängigkeit akzeptieren. Das Mandat der EZB ist ganz klar. Sie muss die Geldversorgung des Euroraums sicherstellen unter vorrangiger Berücksichtigung der Preisstabilität. Und wenn sie das tut, entscheidet sie selber, wie sie das am besten macht. Würde sie dieses Mandat verletzen, wozu aber keinerlei Anlass gibt, dann müsste man dagegen klagen. Aber die EZB hält sich ihr Mandat und wir können ihr vertrauen. Das hat sie in 10 Jahren bewiesen, das wird so bleiben. Herr Schäuble, herzlichen Dank für das Gespräch.